Was sagt Marcel Reich-Ranicki dazu? Vielleicht hätte er Folgendes heute gesagt. Mit Verlaub, die Höflichkeit gebietet es mir, mich für die Einladung zu bedanken. Doch ich will ehrlich zu Ihnen sein. Es war eine große Qual für mich, heute hier gewesen sein zu müssen. Ich sah nichts als Mittelmaß. Ich habe die Großen vermisst. Wo war Siegfried Lenz? Wo war Brett? Wo Manni Ludolf? Neulich diskutierte ich mit Franz Beckenbauer bei einer Orgie anlässlich Helga Beimers 100. Geburtstag über die experimentelle Literatur der späten 60er Jahre. Ich fragte den Kaiser, was er von Peter Handkes Frühwerk dachte. Franz Beckenbauer schaute mich lange und bedächtig an und sagte dann, oh. Er hat noch mehr gesagt. Ja gut, das Tor steht in der Mitte. Das Tor steht in der Mitte. Zuerst war ich erbost. Ich fand die Antwort einfältig. Sie hatte scheinbar nichts mit meiner Frage zu tun. Doch als ich länger darüber nachdachte, konnte ich die gedankliche Tiefe erfassen. Hatten diese sogenannten Revolutionäre nicht ihre Mitte verloren? Fehlte es ihnen nicht an Eindeutigkeit? Hatten sie nicht die grundlegendsten Regeln des Lebens missverstanden? Ich fragte nach. Konnten Revolutionäre, deren Lebenswerk im krassen Gegensatz zu ihrer großen Fresse stand, damals überhaupt gesellschaftliche Forderungen stellen? Der Kaiser antwortete mir auch hier mit einem Bild. Ja gut, der Jupp Derwald, das war nicht nur ein großartiger Trainer, der war ja auch Mensch. Jupp Derwald, ein Mensch. Ist es banal, so etwas zu sagen? Ist es nicht etwas, was sowieso klar ist? Was viel zu bescheuert wäre, es auch noch auszusprechen? Ja und nein. Für mich ist der Satz eine Meditation. Die große Beate Use erzählte mir einmal folgenden Witz. Sagt die eine Frau zur anderen, mein Sohn, der meditiert jetzt. Sagt die andere, ja, ist doch immer noch besser, als wenn er rumsitzt und nichts tut. Ist es wirklich nichts, ein- und auszuatmen? Eine große Leistung. Kann man es Rumsitzen nennen, wenn man sich auf die grundlegenden Bedingungen des menschlichen Daseins, die Pole unserer dualistischen Welt, besinnt? Ist es total behämmert zu erzählen, Jupp Derwald sei ein Mensch gewesen? Nein, für mich sind die Aussprüche Beckenbauers Mantren. Weisheiten, wie sie einst Buddha seinen Schülern lehrte. Ein Frosch springt in den Teich. Platsch. Das eine folgt aus dem anderen. Oder, wie es der Kaiser sagen würde, ja gut, am Ergebnis wird sich nicht viel ändern, es sei denn, es schießt einer ein Tor. All das habe ich heute vermisst. Kein Bonmot, das geistreich gewesen wäre. Keine Diskussion mit Mike Krüger über die Hermeneutik Gadamer. Der große Fips Asmussen erzählte mir einmal nach dem 30. Herrengedeck folgenden Witz. Ich zitiere. Hör mal, Marcel, Marcel, einen habe ich noch. Einen, pass auf, treffen sich zwei Männer. Ne? Sagt der eine zum anderen, hör mal, wir sind eine Frau so im Bett. Sagt der andere, oh, was die einen sagen, so, die anderen sagen, so. Hör mal, Marcel, einen habe ich noch, einen habe ich nicht. Zitat Ende. Es ist ein Witz über die Widersprüchlichkeit des Lebens. Wir sind gefangen im einerseits, andererseits. Von diesem Gedanken ist gerade Fips Asmussens Lebenswerk geprägt. Ja, man könnte sogar sagen, durchdrungen. So steht es geradezu antithetisch zu Beckenbauers Lockerheit. Was der eine sucht, hat der andere schon gefunden. Oder wie es der Kaiser sagen würde, ja gut, wir müssen uns damit abfinden, dass es in Südafrika nicht immer warm ist und an jeder Ecke ein Leopard sitzt. Ja.
Man sieht auch hier, es ist alles nun mal so, wie es ist. Das Stück ist aus, wir sind getroffen, den Vorhang zu und alle Fragen offen. Guten Abend.